Hallihallo, Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier am Salzsee bei The Crew Wild Run mit dem Don. Hallo. Mit dem Dra. Was? Dem Strobo. Morgen. Und dem Mir. Moin. So. Hallo Mir. Ja, also, ja, wie fangen wir am dümmsten an? Also Dra fährt da noch ein bisschen seine Strecke und Strobo macht auch irgendwelche Faxen. Und ich stehe hier mit Don, denn wir hatten mal in den Kommentaren ein Thema, wie man am besten, am effektivsten, am schnellsten, wie auch immer, Autos leveln kann. Und ja, deswegen stehen wir hier beide mit einem 749er Fahrzeug. Ich habe mir jetzt extra mal die Kawasaki, die ich gewonnen habe, als PE ausgestattet. Und der Don hat einfach mal ein Auto gedowngradet. Und ja, ich übergebe das Wort an den Don. So. Im Prinzip ist es egal, was für ein Starterkit ihr kauft. Also es kann auch das kleinste Starterkit, was es gibt, sein. Für Straße zum Beispiel Level 1. Für Dirt ist es, glaube ich, Level 10. Performance Level 20. Raid Level 30. Und Circuit Level 40. Genau. So, dann habt ihr erstmal, wie wir jetzt beispielhaft, Level 40 Bronze Kit, 749. Und bevor ihr anfangt, irgendeinen Test wahllos zu wiederholen, schnappt euch einfach erstmal an der Westküste machbare Tests, An der so, Westküste? Ich bin jetzt Sprungtest 38. Ja, spring mal hin, ich spring dir mal hinterher. Merk mal. Nicht jeder fängt mit Autokit 40 auch bei 749 an. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass ihr bei den verschiedenen Vorteilspunkten die Skills noch benutzen müsst, damit ihr auf 749 kommt, weil sonst habt ihr ihn unter 700. Ist richtig. Siehst du, dazu haben wir den Draht noch mit dem TS. Ja, also die 749 bekommt man nur, wenn man die Perks vergibt für Bremse, Beschleunigung, ich glaub, Geschwindigkeit und Handling ist es, glaube ich. Mhm. Da kann man jeweils 5 vergeben und dadurch erhöht sich das Starterkit schon alleine auf die 749 zum Beispiel. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Sprungtest. Wichtig ist bei diesen Tests, dass man nicht auf Platin springt, sondern Gold. Mhm. Damit man das Gold-Kit sozusagen erstmal bekommt und die Punkte erstmal dafür bekommt. So wie du in den Platin-Bereich springst, fängt das Smart-Loot-System an. Du bekommst einfach nur ein Teil, was eine Stufe besser ist als das, was du drin hast. Mhm. Und an der Westküste gibt es Skill-Tests von Level 41, ich glaube, bis 45. Okay, ich sehe gerade, ich müsste meine Worldspots mal wieder anschalten. Oh Gott, das ist ja locker Platin. Na super. Deswegen Sprungtest eignet sich da nicht ganz so gut. Ja. Jetzt fängt aber das Smart Loot an, jetzt ist vorbei bei mir, oder was? Richtig. Du hättest jetzt praktisch ungefähr die Geschwindigkeit drauf haben müssen, um Gold zu bekommen. Da machen sich dann so eine Tests wie Slalom oder irgend sowas, wo man auch abbrechen kann, wenn man bei Gold ist. Machen sich da schon besser. Wir haben ja hier gleich daneben den... Ja, ich statt's jetzt mal aus. Ich kann es jetzt aber leider dann... ja. Ist ein bisschen doof gelaufen. Ich dachte, wir haben jetzt hier gleich daneben Slalom Skill 58. Den können wir zum Beispiel mal nehmen. Ja, ne, es gilt ja auch jetzt alles nur der Erklärung. Also nicht auf Platin fahren, bitte. Wo richtig. Bei den Tests an der Westküste nicht auf Platin fahren. Da drüben ist er. Kann ich da schnell hinfahren? Nee. Mal schnell rüber gejumpt. Wir jumpen mal eine Runde hier ein bisschen in der Folge. Ja. Jump, ich beeil mich. Ja, das war, also Smart Loot hat bei mir jetzt angefangen und damit ist vorbei die Geschichte. Ah, okay. So. Warte, Welt Dings anschalten, sonst ja, mach mal. Fahr ich aber sinnlos. So. Ich gehe dann mal offline. Okay. Dann gute Nacht dann. Ein gutes Nächtle. Ja, ich weiß.
So, hoffen wir mal, wir kommen durch den Verkehr ordentlich durch. Hofft man mal. Ja, da ist der Sprung echt ein bisschen schlecht gewesen für den Anfang. Also Gold sollte recht einfach machbar sein. Ja, meistens ja. Also Silber haben wir jetzt. Entschuldigung. So, den noch, dann habe ich Gold. So, jetzt habe ich Gold, jetzt warte ich einfach, bis der abgelaufen ist, der Test. Okay. Genau, so, jetzt würde man theoretisch Gold verdienen und Punkte-Kits im Wert von so im 50er-Bereich sogar bekommen, ne? Ich glaube, ich habe jetzt eine 18, plus 18 habe ich jetzt gekriegt. Richtig, je kleiner das Starter-Kit ist, desto höher ist hier praktisch dann der Sprung, den du machst. Mhm. Wenn du zum Beispiel nur ein 20er hast, hast du glaube ich 320 als Starter-Kit und da kriegst du dann gleich mal mit einem so einem Test 79 Punkte plus. Ja, das läuft dann, ne? Das rappelt sich dann schnell sozusagen. Und durch die Westküstentests bekommst du den Wagen alleine auf ungefähr Level 1000. Damit sparst du dir alleine 250 Punkte, die du irgendwo sinnlos grinden musst. Ja, wo bist du jetzt hingeschnipst? Ich stehe immer noch hier. Achso, das sah gerade aus, als wärst du weggelegt. Ich hab den Kuh verlassen, ich weiß noch nicht warum. Ja, weil du uns nicht mehr magst. Nee, ist automatisch rausgegangen. Jetzt ist doch hier steht der. So, warte, gucken wir mal, was wir noch haben. Ja, der Bug wahrscheinlich. Und geht nämlich auch noch die Punkte. Wenn du auf der Map so einen Test anklickst, oder noch nicht anklickst, einfach mit der Maus drüber gehst, siehst du ja, was für Plus du kriegen kannst. Fahrzeugstufe-Effekt plus 1. Hm? Zum Beispiel Bronze habe ich jetzt hier Speedskill 98, Bronze kriege ich plus 5. Wird bei Gold wahrscheinlich 4. auch wieder so um die 19, 20 oder irgend sowas sein. Ach so, okay. Ich portiere mich mal dahin. Warte mal, hier habe ich zum Beispiel, habe ich mal irgendwo ein silbernes, damit man das vielleicht mal zeigen kann. Hier sind, glaube ich, nee, das ist auch Platin. Hier haben wir ein goldenes, naja, plus 4. Hier haben wir auch ein Platin. Ich kann es gerade leider nicht zeigen, ich habe kein silbernes. Hab hier wieder einen schönen Namen. Oder Bronze, erzähle. Orkfresse. Naja, hier habe ich einen Bronzetest zum Beispiel und Fahrzeugeffektstufe plus 5 steht dann hier. Ich bin jetzt mal beim Speedskill 98. Okay. Beim Speedskill 98, oh Gott, jetzt bin ich von der Map runter. Man! Da, na, ich sehe dich ja auf der Mappe, ich komme einfach zu dir geblitzreist. So, bin da. Das erste Motorrad, was ich... Ach nee, das ist das zweite Motorrad, was ich level, fällt mir gerade ein. Die KTM habe ich ja auch gemacht. Die ich mal aus Jux und Dollerei gekauft habe. So, Silber und jetzt... So, Platz Gold habe ich, jetzt fahre ich einfach euren Berg hoch. Ja, ich bin einfach gebremst rechtzeitig. So, wieder Gold verdient. Naja, das ist ja jetzt selbsterklärend eigentlich. Bis auf Stufe 1000 circa, sagst du. Plus 23, ne, das lohnt sich ja trotzdem noch, auch wenn das Smart Loot aktiviert ist. Da machst du einen größeren Sprung als bei dem Smart Loot erstmal am Anfang. Deswegen eigentlich diese Tests, damit du da ein bisschen weniger Zeit dafür investieren musst. Ja, ja klar, was du, also ich fahre das meistens bloß auf dem Salzsee und ich krieg halt immer so Kits so bis 10, 11 oder sowas oder drunter, ein bisschen drüber. Und das ist halt, du fährst da zweimal, was du hier bloß einmal oder du fährst so dreimal, was du hier bloß einmal dann fährst, ne? Ist ja klar. Genau. In der gleichen Zeit sozusagen. So, im Endeffekt, mehr Erklärung braucht das hier jetzt glaube ich nicht. Ne, da tun wir jetzt mal ein Goldkit reinbauen oder wie machen wir es jetzt? Um den Rest zu erklären oder? Jetzt können wir eigentlich mit Smart Loot weiter, kannst du mal weitermachen. Also,
dahin, wo wir immer sind. So, und da sind also ja dann, wie Strobo es gerade auch nochmal bestätigt hat, die Tests aus dem Summit haben immer noch den Vorteil, dass man immer ein Performance-Teil bekommt. Es kann natürlich sein, wenn du noch nicht alle Teile gekauft hast für das Auto oder noch Farben übrig hast, dass du sowas zwischendurch mal bekommst. Hm. Aber es ist scheinbar wirklich immer noch so, dass du nicht ein Performance-Teil und dann 10-mal nichts und dann erst wieder ein Performance-Teil, sondern dass du bei jedem Versuch ein Performance-Teil bekommst. Wir können es ja mal mit dem Speed-Skill im Summit, können wir es ja mal machen. Na klar, warte mal, da ist, wo ist denn der? Oder joinst du hin, oder wie? Ich join hin an der Ostküste. Da oben, da guck mal an. Blitzgereise. Da muss ich aber aufpassen. Ich habe den noch gar nie gemacht. Und ich wollte auf, naja gut, das wird schon nie so schlimm sein. Ja. Ach doch, das ist so der hier, oder? Wo wir runtergebrannt haben. Ist der, den wir mit dem Dragster gefahren sind? Naja, du. Ne, bist du nicht auch mit dem Dragster gefahren? Nö, ich bin mit, Ach nee, du bist mit Ferrari gefahren. Ja, genau. Aber das ist jetzt zum Beispiel einer, der im Summit gerade vorkommt. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit höher. Oder... Genau, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man Performance-Teile bekommt. Hm. Die einzelnen Testsparten, sei es Präzision, Slalom, Speedskill, Sprung, was auch immer, haben unterschiedliche Wertigkeiten, was die Spawnrate angeht. Hm. Huch. Und Sprung ist da eigentlich immer am schneidet da eigentlich immer am schlechtesten ab. Oh, echt jetzt? Ich habe hier so einen Kack-Monster-Truck-Fahrer vor mir. Ja, der ist bei mir zum Glück so gespawnt, dass ich durchfahren könnte. Naja. Naja, Gold krieg ich aber noch, hoffe ich. Ja, eigentlich wollte ich ja Platin fahren. Egal. Ja, ich habe Gold gekriegt dank Monster Truck. In der Fresse. So, ich habe jetzt einen Platin gehabt und kriegen Gold Level 34. Ja, ne, ich habe ein Gold Level 37. Ausstatten. Und da bin ich auch schon bei 810. Also das geht dann dann doch relativ fix auf 1000. Und hier musst du ja dann eigentlich einbrechen, dass du jetzt bei 1000 ungefähr anfängst. Mhm. Ja. Sag mal, mehr gibt's eigentlich dazu nicht zu sagen. Nö, und ab 1000 fängst du dann halt an. Am besten in der Salzwüste zu richtig. Rum zu schreddern. Oder halt im Sammel zu fahren. Theoretisch. Und theoretisch wenn man diese Tests. Theoretisch kann man diese Tests mit allen Specs fahren. Ja, okay. Oder man sucht sich halt einen Test raus, in dem man besser klarkommt dann. Richtig. Wo bist denn du jetzt wieder hin? Du bist jetzt ich bin nochmal zum Start. Ach, du bist nochmal gerade am Start. Testweise ein paar Starts machen. Mal gucken, ob ich wirklich immer ein Performance-Teil bekomme. Okay, warte, ich mach mit. Ach nee, du bist schon losgedüst, also egal. Katze? Katze macht schon wieder Faxen. Bist du hoch zu uns gefahren jetzt? Ach nee, Quatsch, ich hab bloß gerade einen Fischblick, alles klar. Solange mir jetzt hier nie wieder ein Monster-Truck vor der Nase rumfliegt, ist eigentlich den könnte ich gerade zum Glück überholen. Ist eigentlich alles Platin habe ich gekriegt, klar. Ja, ich habe doch Bronze 37, Gold 37. Ja, mit dem Motorrad geht das ganz gut, muss ich sagen. So, ich habe jetzt Stufe 34er Kit gekriegt in Gold. Plus 8 ausstatten und dann machen wir einfach normal, würde ich sagen. Ich fahre jetzt einfach mal von hier aus los, ich hole jetzt keinen Anlauf. Ja, ich probiere auch mal. Sollte aber ausreichen. Ja, hat er gerade noch ein bisschen Luft eigentlich. Wenn ich die ganze Zeit auf der Fahrbahn bleibe, geht's.
Ja, so viel dazu. Silber, Gold und Platin. Alles klar. So, noch ein goldenes Teil. Noch mal 10 Versuche. Oh, ist verbrannt. Ausstatten. Nochmal. Das sieht so krass aus, wenn du hier einem Ghost hinterherjagst, der mit einem Dragster gefahren ist. Ich jag einem Ghost hinterher, der mit dem Motorrad gefahren ist. Ich hab grad von Madman CK einen Ghost hier vor mir. TTKN8492 fahr ich hinterher. Okay, ich habe einen Platin-Teil gekriegt. Das ist schon mal gut. Stufe 33, ausstatten und... Also ich habe bis jetzt auch bloß Teile gekriegt. Ich habe jetzt auch 4. Versuch, war das? 4 Teile. Ja, genau. Also ich denke, wenn wir beide 5-mal gefahren sind, dann reicht das eigentlich, weil dann sind wir ja theoretisch 10-mal gefahren. Ja. Als Test. Also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass sie das noch nie geändert haben. Gibt's sonst noch irgendwelche Schlauberger-Informationen von hinten? Dra? Sorry, ich fahr gar keinen Bus. So, und wieder ein Teil. Naja, klar, also ich würde auch sagen... Außerdem ist das keine Schlauberger-Information gewesen. Das war ja bloß Spaß, Mann. So, ausstatten. So, naja. Ich würde sagen, belassen wir es mal dabei. Jo. Und dann, was halt ein sinnvoller Test ist, dann so ab 1000, können wir ja mal zeigen, für die Leute, die es eben noch nicht wissen vielleicht, bietet sich eigentlich für, was hatte ich gesagt, also für Gelände ist es mit Anlauf möglich, also für Dirt, und für Rallye und Monster Truck müssen wir dann was anderes nehmen, aber für den Rest kann man den Tempo 83 hier in der Wüste nehmen, eigentlich. Bloß ja. Mal so. Also Gelände ist es machbar, habe ich festgestellt, aber halt mit Anhof. Für alles andere so, außer Monster Truck und Rallye, da kann ich euch ja nochmal eine andere Alternative zeigen. Es ist halt stupides geradeausfahren, was auch der Grund ist, warum ich das nämlich zwischen den Folgen mache und nie in der Folge. Es ist nämlich, sind nämlich einige Fahrt. Ich glaube 333 habe ich gestern gelesen in der Statistik oder so, oder letztes Mal. 333 Fahrzeuge gibt es, glaube ich, insgesamt in verschiedensten Ausführungen. Und die alle zu leveln, das dauert immer eine Stunde, eineinhalb. Also ja, und der Test bietet sich halt ja an. Ich guck gerade mal hier. Für Monster Truck. Meinst Schnipsgummi-Tuning. Für Monster Truck zum Beispiel. Für Monster Truck zum Beispiel Hillclimb-Test 34 südlich von Las Vegas. Der ist recht einfach. Warte mal, ich würde mal mit ihr kurz, also auch wenn wir jetzt Performance fahren, also egal, oder? Mal kurz testweise. Ich bin ja nämlich auch noch nie gefahren. Dann würde ich auch mal, wo ist das? Wo ich gerade bin. Oder ich nehme mal Monster Truck. Ich habe zwar jetzt 1290 für Monster Truck, spielt auch keine Rolle. Gut. Ja, warte, dann wechseln wir beide einfach mal. Monster Truck. So, der hier. Ach, der hier. Ja, den, doch, den hat es mir ja letztes gezeigt. Den ich lustigerweise irgendwie nie geschafft habe. Ich weiß also, bis heute nie warum. Probieren wir mal, wie es aussieht direkt vom Start. Ich fahre einfach mal dem Don hinterher. Ja, Don weiß nämlich, wo es lang geht. So reicht sogar aus, wenn du direkt zur Fahne fährst. Genau. Also ich habe Gold. Ah ne, Platin. Alles klar. Warum habe ich letztens kein Platin gekriegt? Ich verstehe es nicht.
Ja, der ist relativ einfach. Aber was ich auch nochmal, kann ich euch gleich mal zeigen. Hintere Stoßfänger gewonnen, auch geil. Darüber freut man. Das ist natürlich wieder Kennsammeltest. Jetzt kriegt man halt andere Sachen noch zwischendurch. Farben, Aufkleber, Front, Heck, Spoiler, alles mögliche, ne? Ja. So, ich mach mal fortfahren und jetzt gehen wir mal zu dem Test. Spoiler? Ja, du bist aus dem Broiler, Alter. So, ich fahre auch ab und an mal diesen Ideallinientest 66. Das ist eigentlich auch ganz gut. Der hat mir Trahl empfohlen, so, damit er auch mal Anerkennung verdient hier. Klopft mir gerade ganz dick auf die Motorhaube. Ich auf den Don warten. Ah, Don ist da. Oder so. Du fährst von der anderen Seite? Na, für mich sah jetzt die Seite einfacher aus. Von der da hast du aber vorne so einen Gleisübergang, da schmeißt sich gerne mal raus. Ah, okay. Ja, deswegen, ich bin auch erst immer so rumgefahren wie du gerade. Und die Richtung ist es aber dann doch irgendwie ein Ticken. Ach stimmt, das wird hier unter der Brücke lang musst, oder? Ja, genau. Und dann hast du vor allem zum Schluss noch eine Kurve, eine ganz scharfe. Ja, das ist halt ein Ideallinientest. Solltest du aber eigentlich Platin erreicht haben. Ja, ja, darum geht's ja nie, aber wenn man jetzt den Rekord hier schlagt... Ach so, jetzt fahr ich ja doch falsch rum. Hä, warum fahr ich jetzt doch falsch rum? Ja, das ist die falsche Richtung. Also war meine Idee doch richtig. Ja, ich dachte gerade... Naja, ja. Ich mach nochmal auf, noch einmal. Das sah für mich gerade so aus, als wäre das die richtige Richtung gewesen. Was halt blöd, wenn es beide mal in beide Richtungen nach links geht, ne? So, jetzt nochmal. Also am besten in diese Richtung fahren, die Geschichte. Man kann die Tests in beide Richtungen fahren. Für Leute, die es nie wissen, Informationen wichtig. Außer bei Sprungtests kann jeder Test in beide Richtungen gefahren werden. Ja, okay. Sprungtest macht auch wenig Sinn dann. Also hier ist eigentlich einfach... Platin zu holen hier. Kann man auch mal kurz die Linie verlassen, das kriegt man trotzdem noch Platin. Gut, ist jetzt ein schlechtes Beispiel mit einem oft gelevelten Monster Truck, aber... Ah, also das sind so unsere Informationen, die wir euch übermitteln können, sagen wir mal. Ansonsten fällt mir jetzt auch gerade spontan nicht mehr weiter ein, oder? Nö, ansonsten wer noch Anregungen hat, ab in die Kommentare damit. Ja, immer. Genau, also wer noch Ideen hat oder Tests kennt, die ihr vielleicht für besser achtet oder so, wir können die ja gerne mal durchtesten, ist ja kein Problem. Und ansonsten, jo, ich habe jetzt Grip-Bonus, nee, das will ich nicht. So, ja, würde ich sagen. Wo ist er denn? Da ist er. Was machst denn du da hinten? Ich bin so weit gefahren. Guten Tag. Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen natürlich, euch helfen die Informationen in irgendeiner Art und Weise weiter. Ich werde auch die Folge irgendwie so benennen. Ich muss mal gucken, wie. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, nochmal ein kleiner Zusatz zum Schluss dieser Folge. Wir haben uns zwar schon verabschiedet, aber wir sind nochmal hier alle zusammengekommen. Nein, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen nochmal kurz und knapp erklären, was wir mit den Vorteilspunkten genau meinen. Denn nämlich diese Vorteilspunkte verbessern die Bremsen eines Fahrzeugs um 1%, 2%, wie auch immer. Das sind genau diese Punkte, die das, wie war das jetzt erklärt, die das Fahrzeug als Standardwert höher werden. Oder das Fahrzeuglevel automatisch schon erhöhen. Genau, also wenn man hier jetzt die 5 Punkte zum Beispiel reinballert, dann wäre noch das Handling, ne? Genau, das Handling. Dann muss irgendwo noch Höchstgeschwindigkeit. Nitro war es. Bei Roxanne das erste, Beschleunigung und bei... Beschleunigung des Fahrzeugs, ja. Vincent, die zwei ist das bei Vincent. Genau, Geschwindigkeit. Und was ist mit Nitro? Was hast du damit jetzt gemeint? Warte mal, ich glaube Nitro, Alita, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das eine Wirkung hat. Ich glaube, das hat gar keine Wirkung, Nitro. Würde ich jetzt die Menge an verfügbaren Nitro zu Beginn der Mission oder PvP-Events oder durch die...
die durch Nitro gewonnene Beschleunigung wird um 2% erhöht. Ich glaube, nee, das ist nicht hat nichts damit zu tun. Nee, es müsste bloß bei Zoe die 1, bei Omar die 1, bei Roxanne die 1 und bei Vincent die 2. Genau, und das sind die Punkte, die ihr da beachten könnt. Müsst nicht, aber ist ja nur für euren Vorteil. Also, das war's schon und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.